das erklärte Ziel ist relativ leicht formuliert. Alles, was Platz 9 und drüber ist, ist für uns in Ordnung, damit wir uns in der Liga konsolidieren können und nächstes Jahr einen nächsten Schritt machen können. Für mich ist es wichtig, dass die Fußballer Vorbilder sind. So, du kannst eine ganze Generation beeinflussen. Und ich denke, dass wir in die Philosophie immer constructief, positief, creatief auftreten willen. Dat is mijn wens. Dat alle gezond blijven. Dat spelers zich weiter ontwikkelen, ook in die persoonlijkheid. En wenn es auch noch zusammengeht met resultaat, waar du wird sich abgerechnet auf Erfolg, sicher bei uns, dan ben ik zeer zufrieden. Unser erklärtes Ziel ist natürlich unter dem Druck des Cup-Siegs und der guten letzten Saison naturgemäß immer das Gleiche. Vielleicht ein bisschen an die Großen ranzukommen. Und das eine oder andere Heimspiel mehr zu gewinnen als vorher. Ich denke, dass wir uns gut verstärkt haben. Ich glaube auch, dass wir eine gute Rolle spielen können. Allerdings wird es einmal wichtig sein von Start weg, dass wir so rasch wie möglich zueinander finden, dass sich die Spieler auf dem Feld besser kennenlernen. Und das dauert nun einmal Zeit, auch wenn wir uns alle wünschen würden, dass es sehr schnell geht. In den letzten zwei Jahren war es sehr, sehr knapp, um den Meistertitel, wir haben das Gefühl gehabt, wir könnten ihn erreichen, wir könnten es schaffen, es ist nicht ausgegangen. Daher muss das natürlich mit dem Ziel sein, dass wir auch heuer wieder um den Titel mitspielen. Auch für mich ist Salzburg der klare Favorit, aber gerade die letzte Saison hat Sturm es vorgezeigt, wie es gehen könnte. Und daher glauben wir fest daran, dass wir auch dabei sein könnten nächstes Jahr. Okay, ich verstecke mich nicht für die Favoritenrolle. Aber ich denke, dass ich die Bundesliga zu kurz tue, wenn du sagst, es wird eine einfache Aufgabe. Aufgrund der budgetären Situation ist es halt so, dass Salzburg immer eine Mannschaft sein wird, die im Fokus steht, Meister werden zu müssen oder zu sollen zumindest. Die wünscht man natürlich, was bei uns noch dazu kommt. Gilt es natürlich auch wieder, den Verein als Ganzen, als Einheit wieder darzustellen. Wenn uns das gelingt, dann können wir mit Sicherheit noch ein paar Prozent mehr rauskitzeln. Ich glaube, dass es hier ein doch etwas ausgeglichenes Feld gibt, das vielleicht konturenhaft nur durch die ersten vier gedrängt ist und wir sechs, ich würde mir zwar wünschen, dass einer übrig bleibt, so wie die letzten drei Jahre, aber dass wir sechs schon auch auf einem, glaube ich, Qualitätsniveau arbeiten. Aber gerade die zwei vergangenen Saisonen haben gezeigt, wie knapp es sein kann und das nicht so sein muss, hat die heutige Saison gezeigt. Und daran glauben wir auch und wir sind sicher, dass wir auch ein Wörtchen mitreden werden und dass wir vielleicht auch zum Schluss ganz oben stehen können.